Eine schnelle und präzise Gebrauchsfähigkeitsprüfung ist ganz einfach. Wie das klappt? Mit der Unterstützung deines Träger P7 TDX. Nur maximal 20 Minuten dauert es, die Prüfung vorzubereiten und durchzuführen. Abgesehen vom Träger P7 TDX brauchst du dafür nur noch einen Brennerdruckschlauch. Alles parat? Los geht's! Zunächst entfernst du die Abdeckung. Dann stellst du dein Träger P7 TDX ab und startest es. Im Menü wählst du dann Gasleitung, Gebrauchsfähigkeit, Standardmessung und stellst die Gasart wie zum Beispiel Erdgas ein. Setze die Einstellung für den Betriebsdruck auf 23 Hektopascal und schließe den Gashahn, um einen Gasaustritt im nächsten Schritt zu verhindern. Als nächstes muss die Schlauchverbindung hergestellt werden. Dafür schließt du den Brennerdruckschlauch an einem Ende am Gerät und am anderen am Prüfnippel der Gasarmatur an. Löse die Madenschraube und öffne wieder den Gashahn. Nun liegt der Betriebsdruck an und die Prüfung kann starten. Die Prüfung wird durch dein Träger P7 TDX durchgeführt. So brauchst du keine Gasblase mehr, musst den Gaszähler nicht demontieren und auch das Volumen musst du nicht bestimmen. Ganz einfach sparst du dir viel Zeit und Zubehör. Sobald die Messung abgeschlossen ist, wird dir das Ergebnis angezeigt. Nun kannst du das Ergebnis und die Gebrauchsfähigkeit der Anlage bewerten. Speichere die Daten und schließe den Gashahn wieder. Schon bist du fertig mit der Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Du kannst dein Gerät jetzt wieder von der Anlage entfernen. Denk daran, die Madenschraube zuzudrehen und den Gashahn wieder zu öffnen. Deine Entscheidung für ein Trägergerät hat außerdem noch einen Vorteil. Denn damit hast du dein Büro immer bei dir. Mit der App Träger M-Con kannst du deine Messdaten ganz einfach verwalten. Sobald du die App gestartet hast, zeigt das blau hinterlegte Symbol im Träger P7 TDX an, dass eine Verbindung besteht. So kannst du die Messdaten auf die App laden, entsprechende Kundendaten auswählen und bei Bedarf Bilder der Heizungsanlage hinzufügen. Zuletzt kannst du noch dein Messprotokoll erstellen und als PDF versenden. Natürlich kannst du die Messdaten auch wie gewohnt an die Träger-PC-Software PC200P übertragen. Prüfung geschafft. Es kann so einfach sein. Abonnieren Sie auch unseren Träger MSI YouTube-Kanal.